Ja, Bulani ist größer. Jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt bin ich mal gespannt, wer von den beiden hier jetzt die Oberhand gewinnt, meine lieben Freunde. Oder die Oberpranke. Alter Schwede, das ist mal ein Kampf. Moinsen und herzlich willkommen zurück zu Planet Zoo im Franchise-Modus der Beta. Wir sind gerade dabei, unser neues Gemeinschaftsgehege für die indischen Elefanten und die Panzernashörner auszustatten mit ein bisschen Vegetation. Und die größte Frage, die mich hier dabei jetzt beschäftigt, ist: Kann es funktionieren, dass wir für die indischen Elefanten eher so eine Art tropischen Urwald zusammenbauen auf der einen Seite und die Nashörner das Ganze dann trotzdem noch als akzeptabel ansehen, weil die scheinen eher so im Savannenbereich unterwegs zu sein, wo es gar nicht so viel Vegetation gibt? Das ist jetzt die große Frage. Können wir die zwei Bedürfnisse dieser zwei Tierarten vernünftig abstimmen? Und das müssen wir jetzt hier gleich mal überprüfen. Fühlen sie sich jetzt... Ah, die fühlen sich schon wohl. Guckt mal. Wir sind schon soweit. Aber fühlen sich die Nashörner jetzt auch noch wohl? Nein! Ich wollte euch nicht den Dings vorne da setzen. Nein! Was mache ich denn jetzt hier? Macht das doch mal zu jetzt. Okay. Aha, fühlt ihr euch wohl? Ja. Gerade noch so aber. Uiuiui. Das ist aber ganz schön hier, ne? Und so. Ich glaube, so einen richtig dichten Urwald kriegen wir da gar nicht hin. Weil, die sind ja da schon dann ganz schön gestresst, die Tiere hier. Die Nashörner sind schon an der Grenze hier, an der Kapazitätsgrenze. Aber wie sieht's denn sozial aus? Profitieren die denn jetzt davon auch, dass die mit den Elefanten gemeinsame Sachen machen? Bin mir da ehrlich gesagt gerade nicht sicher. Aber wir brauchen für die indischen Elefanten ja eh noch im Gehege ein paar Dinge, ne? Da müssen wir ja mal filtern hier, guck mal. Da fehlen uns ja auch noch Sachen. Indischer Elefant, da müssen wir mal Panzernashörner. Guck mal hier, die Bälle. Zum Beispiel, warte mal. Die Spielzeuge, die packen wir mal eher hier hin. Wieder mal. Machen wir mal hier so ein paar Sachen rein. Wie gesagt, die Tiere sollen halt auch mal ein bisschen einen Grund haben, dass sie auch mal ein bisschen an den Rand laufen. Und dann kriegen die nämlich hier ihre Spielstellen fürs Futter hin noch. Ich glaube, wir brauchen hier in der Gegend auch dringend noch mehr Pfleger. Hier ist nämlich schon das Wasser. Das ist ein bisschen ungünstig. Müssen wir es tatsächlich hier hinbauen. Erstmal. Ich hoffe, der Pfleger kommt da hoch. Ich hoffe, der ist da nicht doof und kommt da nicht hoch. Dann vielleicht hier mal noch zum Trinken. So eine Trinkstelle. Und vielleicht ein paar mehr Trinkstellen tatsächlich. Und hier noch so ein Futterfass. Was haben wir noch? Noch so ein rollendes Fass. Ich engagiere gleich noch ein paar Pfleger für diese Zone hier. Damit die noch mehr Futter machen können. Weil diese ganzen Futterstellen hier, die jetzt noch ein bisschen weiter verbreitert sind, die sind natürlich hier, ne, ganz schön anstrengend. Da müssen wir ja hier schon noch zwei einstellen mindestens. Genau, vielleicht auch einen, der einfach nur saugt. Indisches Gehege, genau. Und du hier. Du machst mal die beiden an. Und du machst nur füttern, genau. Sehr gut. Weil dann sind die Verhältnisse hier gleich klar, ja. Ich glaube, das ist schon ganz schlau, das so zu machen. Alter, wie es leckt. Also jetzt fängt es auch langsam echt an zu ruckeln. Baba Fimi ist gestorben! Unser fleißigster Zuchtlöwe! Wie alt ist er denn geworden? An Altersschwäche, wa? An Altersschwäche gestorben. 13 Jahre. Ich wusste es, dass er nicht alt wird. Baba Fimi. Er ist tot. Okay. Na gut, dann haben wir zumindest keine Keilereien mehr im Gehege. Ist jetzt die Frage, kriegen wir jetzt dann überhaupt noch Nachwuchs? Hm. Wahrscheinlich nicht, unser Zuchtlöwe ist ja weg und die anderen Weibchen, die sind ja, die gehören, also es sind ja Tiere, es sind ja Kinder von dem und auch der eine, das eine Männchen, was hier noch ist, ist ja auch ein Kind von ihm, von Baba Fimi. Und da brauchen wir, wenn dann, neue Weibchen oder wir brauchen neue Männchen für die Zucht. Aber wir haben noch ein Jungtier, also ist noch nicht alles vorbei.
Die Nilwarane kämpfen wieder wie die Bekloppten. Ah, Veterinärforschung. Jawohl, da haben wir gleich erstmal besseres Essen für die Tiger. Das ist schon mal gut. Die Forschung hier läuft noch durch. Ist denn die Affenbande jetzt zu groß? Nee, ist es immer noch genug Platz für die Affen und auch noch nicht zu groß. Machen wir eigentlich noch Gewinn? War so blöd gefragt. Ja, wir machen noch Gewinn, alles gut. Was ist hier? Ach, die Wildhunde, die sind hier in den Boxen drin. Haben die sich eigentlich mal vermehrt? Die sind auch schon ganz schön alt, haben wir noch nichts mal irgendwie gemacht. Im wahrsten Sinne des Wortes. Okay, Moment. Ich will jetzt nochmal schauen wegen den Löwen. 567 Arterhaltungspunkte. Da muss es doch ein Löwenweibchen geben. Jetzt komm, wir haben doch auch damals die Löwenweibchen oder das eine Löwenweibchen bekommen für das Geld ungefähr. Das muss doch gehen jetzt. Ich will ja hier meine Löwenproduktion weiter am Laufen halten. Ich sehe schon, die Männchen, die gehen weg wie war. Also die werden angeboten wie nix. Guckt euch das mal an hier. Die werden rausgehauen, als wenn es keinen Morgen gäbe. Und die Weibchen, da muss man sich drum schlagen. Oh ja, 10.000 für ein Weibchen? Junge, 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 ey. Das ist mal übel. Da will jemand reich werden, glaube ich. Lohnt es sich denn wenigstens, frage ich mich gerade. Alles auf 100, okay, ja. Und eine 9.000er Bewertung, das ist schon ein ordentliches Tier. Aber 10.000? Da muss ich ja jahrelang für züchten dafür, bis ich mal Tiere habe, die für so viel rausgehen. Wie die Elefanten nur hier rüber gehen. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich muss hier nochmal ein bisschen was am Durchgang machen. Ich muss hier das Gelände nochmal irgendwie abflachen. Moment, nicht so. Vielleicht nochmal hier ein bisschen glätten jetzt. Weil irgendwie, ne? Die kommen hier auch gar nicht so hoch, ne? Was ist denn, wenn ich die Elefanten jetzt einfach mal ganz dreist? Wenn ich die einfach mal hier so in die Ecke bewege? Gut, der frisst gerade. Den lasse ich mal noch fressen und dann verlege ich den mal. Na, wo gehst du hin? Du kannst auch durchs Wasser laufen. Stabiler Rückzugsort ist nur bei 49%. Das ist ein bisschen wenig. Wisst ihr, was mir mal gerade auffällt? Die Brücke hat kein Geländer. Holy shit. Haltet bloß eure Kinder fest, wenn er da hochgeht, liebe Freunde. Was ist denn da passiert? Schlafen die? Warum? Sie haben sich besoffen. Tja, liebe Freunde, das passiert, wenn man es übertreibt. Aber ich hätte nie gedacht, dass man von normalem Leitungswasser solche Effekte hat. Unglaublich. Das ist ja nicht zu fassen. Die schlafen echt da im Wasserloch. Jemand hat das Wasserloch vergiftet. Ah, jetzt ist er wieder aufgewacht. Alles ist gut. Sie sind nicht vergiftet. Technikforschung abgeschlossen. Na, was... Ja, indisch. Nice. Indisch, Girlie mit Lais und andere tolle, schöne Sachen. Moment. Michael Forschung, genau. Bitte einmal dahin in den Schlott. Juhu. Ja, sieht doch nice aus. Also die Leute freuen sich. Nur irgendwie, ich hätte irgendwie gerne noch das so, dass die Leute die Tiere noch ein bisschen mehr aus der Nähe sehen können. Also irgendwie gefällt mir das hier mit diesem Weg nicht so richtig, muss ich sagen. Es ist zwar schön, dass der Weg direkt aus unserem Raubtierhaus rauskommt, aber irgendwie möchte ich das nochmal anders haben. Also am liebsten möchte ich das so haben, dass die Leute hier auf diesen Teil rauf können und das dann zentral in den Tunnel nach unten geht. Also dass sie von hier und von hier drauf gehen können. Und dass der Weg so ein bisschen mehr so durchs ganze Gehege durchgeht. Also so ein bisschen mehr so Schlangenlinie so durch, wenn ihr versteht. Weil, was ist, wenn die Elefanten hier hinten sind? Dann sieht kein einziger Besucher die Elefanten. Ja? Und hat auch keine Möglichkeit, die zu sehen, weil er ja gar nicht nah rankommt. Ich meine, jetzt gerade hier geht das. Sag mal, säugt der Elefant gerade das Nashorn?
Nee, er läuft durch das Nashorn durch. Hm. Schon lange Zeit eingesperrt. Ach ja, mal wieder Tiere, die in den Boxen drin sind. Wieder mal ein Boxenstopp hier. Hm. Ich gucke jetzt nochmal nach Löwen. Löwenweibchen. Mal kurz pausieren. Westafrikanischer Löwe. Ha, Weibchen. Okay. Was haben wir denn hier Schönes? 600. Scheiße, ein bisschen zu teuer. 0% Fruchtbarkeit ist auch nicht so toll. Naja gut, wir hätten noch die Alternative, nochmal ein Männchen zu holen. Für 400. Das Problem ist halt, also entweder wir holen uns ein Männchen, das in der Lage ist, Kinder zu zeugen. Oder, weil ich glaube, mit dem, den wir jetzt haben noch, der wird das nicht machen. Weil, also wenn er es macht, dann kommen auch schlechte Kinder dabei raus. Weil das ist ja dann Inzest. Das ist ja der Bruder dann quasi und das ist doof. Also wir müssen irgendwie frische Gene mit reinbringen wieder. Leider sind alle Tiere, die dafür in Frage kämen, dann doch ein bisschen teuer. Der einzige, der noch ganz gut ist, ist Jabulani. Aber der ist auch schon 7 Jahre alt wieder. 67% Fruchtbarkeit. Ich glaube, wir probieren das mal. Wenn es überhaupt noch da ist, das Tier. Er ist noch da, okay. Dann holen wir den mal ins Gehege rein und schauen mal, ob das funktioniert. Weil ich glaube, wir haben momentan noch eh nur ein Männchen, oder? Haben wir nur ein Männchen? Wir haben 3 Männchen. Fulumirani ist im Handelszentrum. Hä, wieso? Haben wir den gerade geholt? Nee, den haben wir gerade geholt. Jabulani haben wir gerade geholt. Fulumirani ist im Handelszentrum. Hä, warum? Hatten wir die nicht schon weggehandelt, die im Handelszentrum sind? Fulumirani. Ach nee, der wird Ach ja, den habe ich angeboten, stimmt. Hallo, der hat eine Fruchtbarkeit von 100% und alle anderen Werte sind auch ganz okay. Warum holt den denn keiner? Warum will den keiner haben? Ja gut, wir haben die Liste gerade gesehen mit den Hunderten von Löwenmännchen im Handelszentrum. Da ist es irgendwie logisch, dass den keiner will. Kann ich irgendwie schon nachvollziehen. Aber es ist auch irgendwie doof, muss ich ganz ehrlich sagen. Bisschen schade. Vielleicht einfach mal abbrechen. Ich glaube, den kriege ich eh nicht los. Und dann lieber nochmal, ja, für 200 Punkte freilassen, komm. Gibt Arterhaltungsbewertung. Die ist auch nur noch bei 2 Sternen. Das ist also okay. Fulumirani wurde aus dem Zoo verfrachtet. Sehr gut. Gut. Haben wir jetzt also ein neues Männchen, das mit dem anderen Männchen konkurriert so ein bisschen. Das ist ganz gut. Er ist ja momentan so ein bisschen der Alpha, aber eigentlich ja auch nicht. Dann wird hoffentlich wieder mal ein bisschen Knickknack gemacht, liebe Freunde. Knickknack. Ja, da ist er angekommen, wa? Jawohl. Ein neues Tier ist im Zoo angekommen. Jabulani. Jabulani. Los, stürz dich auf die Weibchen. Stürz dich drauf. Wir brauchen Nachwuchs. Löwen sind hier meine Zukunftsfinanzierung. Kannst ruhig jedes einzelne Weibchen mal kurz bespringen. Er geht natürlich direkt zum Männchen. Er will natürlich direkt erstmal Stress machen. Wir müssen ja erstmal ihre Hackordnung klären hier. Da ist Ali gleich aufgewacht. Ali ist nur 4 Jahre alt. Wie sieht's denn von der Größe her? Ist er natürlich viel größer. Nee, stimmt gar nicht. Jabulani ist größer. Jetzt bin ich mal gespannt, wer von den beiden hier jetzt die Oberhand gewinnt, meine lieben Freunde. Oder die Oberpranke. Alter Schwede, das ist mal ein Kampf. Das ist mal Oh, Backpfeife. Nice. Ja, nicht am Hahn ziehen. Das sind Weibertaktiken hier, das machen wir hier nicht. Und? Wer hat gewonnen? Wer von euch hat jetzt gewonnen? Okay. Es sieht so aus. Jabulani hat gewonnen, aber er ist verletzt. Er hat auf jeden Fall die höhere Bewertung bekommen dafür. Ist jetzt die Frage, es hat immer noch keiner von denen einen Alpha-Status. Ich rufe mal einen Tierarzt. Es hat keiner von denen Alpha, also. Aber irgendwie, es muss doch ein Alpha geben eigentlich. Die müssen das doch unter sich ausmachen eigentlich. Oder müssen sie da mehrfach kämpfen dafür? Ich verstehe das noch nicht. Bei Jurassic World war das relativ eindeutig. Da hat das Tier mit den besseren Werten dann immer den Alpha-Status automatisch gekriegt. Aber hier bei Planet Zoo ist das irgendwie ein bisschen undurchsichtig, muss ich sagen.
Da checke ich das System irgendwie nicht so ganz. Kaffernbüffel hat Nachwuchs zur Welt gebracht. Ach ja, stimmt, da müssen wir auch mal gucken. Die verwehren sich auch ganz gut eigentlich. Wie viele haben wir denn davon jetzt eigentlich schon? Alter, guckt euch das mal an. Voll viele hier. Da ist schon wieder das Nachwuchs. Nachwuchstier. Nilwaran ist gestorben. Oh oh. An Altersschwäche aber. Wie alt ist er denn geworden? 22,6 Jahre. Shamema 7,3. Oh, hier wird wieder gecatcht. Das ist auch interessant immer. Ich finde das immer lustig, wie die kämpfen. Sieht so lustig aus, als wenn die sich knuddeln. Als wenn die knuddeln wollen oder tanzen oder so. Sich umarmen. Free Hugs. Der eine hat sich schon gedreht. Sie ringen miteinander. Na, wer ist verletzt von euch jetzt? Er ist verletzt. Naja, er hat auch keine Fruchtbarkeit. Dann können wir den eigentlich direkt hier eintüten. Und direkt rausnehmen eigentlich, weil... Warum sollten wir ihn behalten? Das macht keinen Sinn. Die Loser gehen raus hier. Hier, da kriegen wir auch fast genauso viele Arterhaltungspunkte, wie wenn wir ihn weghandeln würden. Den hier, ich versuche den hier jetzt mal ins Gehege reinzupacken nochmal. Weil, ich bin mir ehrlich gesagt nicht so ganz sicher, ob der überhaupt noch existiert oder nicht. Da kriegen sie Fleisch. Wo wird hier eigentlich demonstriert? Gegen was wird demonstriert? Amila. In einem Handelszentrum. Ja, das ist die, die halt verbuggt ist. Die Nilwaranin. Die ist halt irgendwie noch existent, aber irgendwie auch nicht. Die ist so im Nirvana gefangen. Technikforschung abgeschlossen. Oh, Unterschlüpfe. Shelters and Climbing. Ein Gegenstand. Was, nur ein Gegenstand? Okay. Sind das dann nur so fertige Blueprints oder was? Da muss ich jetzt mal gucken. Das interessiert mich jetzt mal. Mal kurz pausieren. Gehege. Neue Welt, Rückzugsort, klein. Ja, wow. Das ist ja so viel anders als die, die wir schon haben, ey. Wahnsinn. Aber gut, ich meine, besser als nix, ne? Auch wieder diese komischen Lattenzäune da. Naja. Finde ich jetzt nicht so geil, ehrlich gesagt, aber okay. Wir müssen eher auch mal eigene designen, fällt mir mal gerade so ein. Wir müssen mal eigene Designs machen bei den Unterständen. Weil ich würde die gerne noch in Workshop übernehmen. Das müssen wir mal uns irgendwie beim nächsten Mal vornehmen oder so. Das schaffen wir, glaube ich, nicht mehr. Müssen wir mal schauen, wann wir das machen. Vielleicht, wenn ich hier mal den Filter noch rausnehme bei Art. Vielleicht kriegen wir da noch ein bisschen ein größeres Angebot. Ah, guck mal. Ja, da sind noch ein paar andere Sachen. Schlafmöglichkeiten und Rückzugsorte. Okay, ein paar andere Sachen. Habe ich gesagt, ein paar andere Sachen. Ich meine natürlich den afrikanischen Rückzugsort. Ja, okay, es sieht durch die Lehmziegelwand da unten, sieht es ein bisschen afrikanisch aus, stimmt schon. Aber irgendwie habe ich auch so leichte nordische Vibes. Ich weiß auch nicht. Naja. Kann man machen. Muss man aber nicht. Genau. Wie die sich hier alle jetzt auf diesem einen Fleck sammeln, so. Weißt du, da baust du den Tieren so ein riesiges Gehege, so ein mega krasses Riesengehege. Und dann nutzen sie nur gefühlt 5% der Fläche aus, so. Und kacken vor allem auch alles voll an der Stelle. Und da zeigt sich auch mal wieder, Tiere wie Menschen sind einfach faul. Ja, die haben keine Lust zu laufen. Die wollen gar nicht so ein großes Gehege haben. Immer diese Tierschützer, die sagen, die Gehege sind zu klein. Das stimmt überhaupt nicht. Die sind zu groß. Die Tiere wollen gar nicht so viel Platz. Die wollen sich nicht bewegen. Die wollen fressen und scheißen und schlafen. Hier, der schläft sogar in seiner eigenen Kacke gerade. Und der hat genug Platz, um da woanders hinzugehen. Der will das so. Der will das so. Muss ich hier an der Stelle mal jetzt sagen. Und hier haben sie schon wieder Kunst fabriziert. Kacke Kunst. Das gibt's doch alles nicht.
Diese Haufen sehen sehr merkwürdig aus. Sieht aus wie halbe Haufen. Halbierte Haufen. Ich sag euch, meine lieben Freunde, große Gehege lohnen sich nicht. Kosten Geld, sind aufwendig im Unterhalt. Und dann hast du sowas hier. So ein Tier, das in seiner eigenen Kacke schläft. Mann, obwohl es da hinten einen schönen Rückzugsort zum Schlafen hat. Nee, will ich nicht. Ich will hier schlafen, ist schön warm. Elefanten brauchen Rückzugsort und Spendenboxen. Spielbär hat ja keine Betten gebaut. Doch, natürlich. Hier. Ein extra großes Bett und noch ein extra großes Bett. Ist eine Lüge, dass ich keine Betten gebaut habe. Ist eine infame Lüge. Das habe ich gleich als erstes gebaut, wo das Gebäude fertig war. Das habe ich sogar noch vor den Futterdingern gebaut. Ja, ja. Ja, ja. Immer bei der Wahrheit bleiben hier. Keine Fake News. Sorry, Fake News. Wann wird der eigentlich mal in den Zoo gesteckt, frage ich mich. Nimmt sich ja schon ein bisschen wie ein Tier. Insofern, ja, das ist aber eine andere Frage, glaube ich. Die wird ein anderes Mal geklärt. Können die Tiere das Haus betreten? Aha, das ist die andere Frage tatsächlich, ja. Das können wir mal prüfen, wenn wir jetzt hier gucken und sagen, wo müssen wir hier? Passierbarer Bereich. Ah, das ist also das Problem. Hä? Aber wie kann denn das sein? Warum können die das denn nicht betreten? Das ist doch eine normale Tritthöhe. Hier vor allem, hier ist es doch blau. Warum ist es denn nicht da innen drin blau? Sind die Durchgänge zu niedrig oder was? Oder die Säulen zu eng beieinander? Da müssen wir wohl das Gebäude nochmal verändern, wa? Wie machen wir denn das jetzt am blödesten? Warte mal, dann machen wir mal die Säule weg. Ich will erst mal gucken, ob es an der Säule liegt. Machen wir vielleicht mal nur am Rand die Säulen erstmal. Gucken wir mal, ob das schon was bringt. Mal gucken, ob das was bringt. Müssen wir natürlich den Elefanten wieder auswählen. Das bringt insofern was, als dass das hier schon ein bisschen weiter zusammengewachsen ist. Aber wir brauchen... Wir müssen da mehr Höhe geben, weil der Elefant zu groß ist. Stimmt, ich habe das ja nur auf Nashornhöhe gebaut. Aber können die eigentlich rein? Die müssten doch reinkommen eigentlich. Okay, die passen da nicht durch, die sind zu dick. LOL. LOL! Moment, dann, ja, dann bleibt uns nichts anderes übrig, ne? Dann müssen wir hier das einfach mal wegmachen. Aber das erklärt einiges auf jeden Fall. Dann machen wir das jetzt halt so, pass mal auf. So. Da lachen sie schon wieder, habt das gehört? Spielbär hat das wieder nicht gerafft. So, pass mal auf jetzt. Machen wir da oben einfach so ein... Nur jetzt auf die Schnelle mal. Ich weiß, sieht ein bisschen komisch aus. Ja, sieht sogar sehr komisch aus. Ach Mann, man sieht das immer so schlecht. Aha, jetzt können sie da nämlich rein. Auch die Elefanten, dann schaffen das die Nashörner jetzt auch. Ich hätte aber gedacht, dass das breit genug ist eigentlich. Muss ich jetzt mal zu meinem Entsetzen festhalten. Jetzt haben wir auch einen stabilen Rückzugsort. Ich hätte echt gedacht, das ist breit genug. Es tut mir ja echt leid, aber jetzt habe ich unterschätzt. Ganges Gavial ist gestorben. Ajan. Oh, das ist noch der von ganz am Anfang. Den wir von ganz am Anfang hatten. Auch noch im anderen Zoo. Im ersten. Oh nein, jetzt ist er auch gestorben. Mit 53 Jahren hat er aber lange durchgehalten. Das muss man jetzt mal sagen. Der hat lange durchgehalten, der Ajan. Naja, dann... Und er hat da viele Kinder gezeugt, vor allem. Nein! Ahana ist auch tot. Das Weibchen ist ihm nachgefolgt, direkt. 53,3 Jahre. Oh, shit. Das ist ja jetzt fast schon ein bisschen traurig. Ja, krass, ey. Was haben wir hier? Ein neues Weibchen. Mit sogar halbwegs guter Fruchtbarkeit. Ja, die nächste Generation übernimmt jetzt halt, ne?
So ist das. Haben wir immerhin die Kinder noch am Start. Finde ich gut. Finde ich gut. Nein, die Netz... Ah, jetzt sterben sie alle hier wieder. Die Netzgiraffe, die letzte, ist auch tot mit 34 Jahren. Sieht aber noch gesund aus. Okay, ich habe nichts gesagt. Boah, was? Mama, die Giraffe, die sieht komisch aus. Ja, das... Nein, guckt weg. Ihr scheiß Gaffer, guckt weg. So, guckt woanders hin, geht weiter. Haltet doch den Kindern die Augen zu. Die müssen doch sowas... Ja, wie sie sich gleich umdrehen, genau. Gehen Sie weiter, hier gibt es nichts zu sehen. Lassen Sie der Giraffe doch Platz, damit sie atmen kann. Da wird noch gelacht, das ist noch lustig. Guck mal, was wie die aussieht. Diese hässlichen Katastrophentouristen. Geht weg. Ihr glitschenden, ihr ineinander glitschenden hässlichen. Kann alles nicht sein hier. Guckt euch das mal an. Ja, das ist schon eher eine Reaktion, die ich da erwarte. Na gut, da brauchen wir neue Netzgiraffen. Was macht der denn hier? Was zur Hölle? Was macht denn der da mit dem Fass? Kunststücke. Die sind dressiert, die Kaffernbüffel. Holst du dir wieder eine Giraffe? Ich fürchte, das wird erstmal jetzt scheitern an den Arterhaltungspunkten. Wir müssen erstmal wieder welche kriegen, bevor wir uns irgendwas anderes holen können. Ich kann auch nur noch Spießböcke verlegen und diesen Bären hier irgendwo anders hin transferieren, der aber auch schon 30 Jahre alt ist. Wie sieht's eigentlich mit Zebras aus? Wann machen die eigentlich mal wieder Kinder? Die sind auch irgendwie nicht so in der Stimmung. Verdammt nochmal. Wir brauchen doch Tiere zum Weghandeln. Haben wir wieder irgendwas bekommen? Nee, wir brauchen doch Tiere zum Weghandeln. Wir müssen doch weghandeln. Asabi, haha, Steppen Zebra ist trächtig. Wie auf Bestellung, meine lieben Freunde, wie auf Bestellung. Das ist mal geil jetzt. Das ist mal geil. Das wird wahrscheinlich bei dem Alter des Tieres und vor allem bei dem Alter des Männchens das letzte Baby sein, was wir hier bekommen von den beiden. Im Mai vom Jahr 49. Wie sieht es eigentlich bei den Elefanten aus? Die haben ja auch Nachwuchs gehabt. Ist der jetzt mal erwachsen? Oh, der ist erwachsen, oder? 30 Jahre? Hier, das ist der... Nee. Nee, das ist das Weibchen. Nee, der ist noch nicht erwachsen, stimmt. Aber die Straußen... Was machen die denn hier, lol? Ist das ein Kampf? Kämpfen die hier gerade? Wie sie sich wegschubsen. Ja, lauf, genau. Wie die sich da wegschubsen dabei, das ist ja witzig. Alpha-Weibchen. Ah, bei den Straußen geht also alles über Weibchen. Alles klar. Verstehe. Hat der gerade seine Kacke gegessen? Der Baby-Elefant spielt Ball. Der hier ist im Futterdelirium. Da wird er auch gleich nachgelegt, genau. Ja, aber denen geht's doch richtig prächtig hier. Die gedeihen richtig. Wunderschön. Sieht sehr gut aus. Gehege 11 enthält ein totes Tier. Es ist die Giraffe. Wir haben Technikforschung bekommen. Jawohl, Indien ist jetzt fertig. Haben wir abgehakt. Dann kann Michael Forschung mal weitermachen bei den Gehegen. Ich weiß nur gar nicht genau, was das genau bedeutet dann. Veterinärforschung. Ja, Tiger. Sauber, sauber, sauber. Forschung funktioniert jetzt mittlerweile echt gut, muss ich sagen. Die bricht nicht mehr so oft ab. Also das haben sie, glaube ich, schon ein bisschen verbessert mit dem neuen Update, dass das nicht immer so unterbricht, die Forschung. Die läuft jetzt auf jeden Fall besser durch. Da muss man sich nicht mehr so mikromanagementig drum kümmern. Wie vorher noch. Vorher musste man sich ja da immer richtig drum kümmern, musste mal hinterherrennen, schauen, dass die Forschung wirklich auch läuft und so. Und jetzt mittlerweile geht das eigentlich. Nutzen die Tiere jetzt mal hier ihre Unterschlupfmöglichkeiten oder nicht? Schlafen die da jetzt auch mal oder nicht? Oh, der Elefant geht jetzt auch mal hier durch den Dschungel. Guckt mal. Auf der Suche nach einem Unterschlupf.
durchstreift er den Wald. Herrlich. Ja, aber die hier, die leben irgendwie gar nicht in ihrer eigenen Kacke. Ich weiß auch nicht. Der frisst seine eigene Kacke. Oder? Nee. Sieht nur so aus. Sieht nur so aus. Alles gut. Verletzt? Was? Jabulani ist verletzt. Wird hier jetzt bald mal ein neuer Alpha Aquan? Ali ist natürlich jetzt der Alpha. Verdammt. Du sollst nicht Alpha sein, Ali. Du sollst doch nicht Alpha sein. Jabulani versucht's aber immer wieder, ne? Ist echt krass. Was? Nein, ihr könnt doch den Kampf nicht einfach unterbrechen. Warum wird ausgerechnet Ali jetzt geheilt und nicht Jabulani? Jabulani wäre jetzt viel wichtiger gewesen. Oh. Ist das ein neues Kind? Asabi. Fehlt noch ein W davor, dann wäre es Wasabi. Warum eigentlich nicht? Warte mal. Wasabi, ein echter afrikanischer Name. Wasabi. Wasabi. Ach, herrlich. Sehr gut. Warum hat der Zoo jetzt nur noch anderthalb Sterne? Ne, 2,5 Sterne. Weiß ich gar nicht genau. Keine Ahnung. Wir haben jetzt irgendwie weniger Arterhaltung. Die ist irgendwie runtergegangen, die Bewertung. Obwohl wir eigentlich immer fleißig Tiere freigelassen haben. Verstehe ich jetzt auch nicht so ganz. Wir haben bei Bildung immer noch nur einen Stern, aber das hat sich nie geändert. Der war immer bei einem Stern. Auch wenn ich hier alle möglichen Info-Dinger hinstelle, ist der irgendwie immer bei einem Stern. Marketing ist nicht aktiv. Das war nie aktiv. Das könnten wir natürlich aktivieren. Ich meine, wir haben ja Kohle. Oh, haben wir nicht. Wir sind im Minus. Haha! Ja, muss ich wohl mal wieder ein bisschen mehr den Planer raushängen lassen, glaube ich. Das liegt aber, glaube ich, auch jetzt ein bisschen an diesen großen Gehegen, die jetzt einfach nicht so voll sind. Da sehen die Besucher nicht so viel. Und wir haben hier natürlich auch noch das andere Problem, dass wir hier noch keine Spendenboxen aufgestellt haben bei den Gehegen, die wir jetzt haben. Das heißt, das sollten wir jetzt natürlich auch noch tun. Ja, hier nochmal ein paar aufstellen. Insbesondere da, wo die Besucher auch die Nashörner und so angucken. Und die Elefanten. Und auf der Brücke am besten auch noch welche. Und vielleicht auch noch die ein oder andere Informationen. Oh, da sind ja indische Gebäude. Quarantänischer Indienbereich. Indischer Quarantänebereich. Der Wahnsinn. So. Dann hier noch hin. Und dann sagen wir hier, indische Elefant. Und hier sagen wir, gepanzerte Nashorn. Wunderschön. Vielleicht gibt es da mal wieder ein bisschen mehr Geld. Wünschenswert wäre es. Denn in die Minuszahlen wollen wir ja nun doch nicht reinrutschen, ne? Das muss ja nun nicht sein. Also die Bewertung durch die Gäste ist aber, sagen wir es mal so, die sind zufrieden. Obwohl sie nach wie vor immer noch nicht genug Hunger und Durst und Energie regenerieren können. Aber wir könnten denen natürlich noch ein paar Bänke hinstellen einfach. Kaputte Barriere, wo? Oh, haben die da gerade Stress gemacht? Ja, haben sie. Du kommst da eh nicht raus. Da kommt gleich der Reparateur. Warum reißen die da jetzt die Barriere ein? Vielleicht sollte ich mal da doch lieber Mauern setzen oder so darunter. Zumindest da an dem Teil. Jetzt wollte ich auch noch was anderes eigentlich. Jetzt wollte ich gerade Bänke setzen. Gibt's indische Bänke? Gibt's sowas? Indisch, stimmt. Ja, haben wir schon geklärt. Indische Bank. Ja, dann bauen wir jetzt hier indische Bänke. Ist ja vielleicht nicht so verkehrt, ne? Gut, da sind eh noch nicht so viele Leute unterwegs. Da kann man so ein Selfie machen. In der indischen Bank. Oder auf der indischen Bank. Mit Hintergrund, so indischer Hintergrund. Wir müssen ja auch an das Erlebnis denken. Jeder Tag ein Erlebnis. Ah ja, und Mülleimer brauchen wir auch. Hier ist voll dreckig. Die Besucher schweinzen wieder rum, ey. Die kleinen Schweinchen. Nice. So. Jetzt müssten sie ihren Müll auch wegschmeißen können eigentlich.
Lass mal mit Play, lass mal es mal ablaufen. Ah, wieso sich gleich hinsetzen? Guck mal. Denn wenn die Gästezufriedenheit steigt. Ja, am Nilvaran hat. Ach so, Nilvaran. Ja, ich dachte gerade schon. Ja, ein Nachwuchs, aber. Pustekuchen. Ja, Wahnsinn. Vielleicht hier nochmal irgendwie ein Zoopfleger. Aber momentan sind wir ja im. Oh, jetzt sind wir wieder im Plus. Wie schnell das geht. Einfach mal ein paar Spendenboxen aufgestellt und schon zack, wieder im Plus. Ach, irgendwie ist das auch nice, wenn da die Elefanten so unter der Brücke durchgehen. Aber ja, wir müssen ja natürlich noch einiges mehr an Start schaffen. Das sieht natürlich hier noch sehr spartanisch aus an der Stelle. WCs. Ja, bei WCs habe ich immer das Problem, dass da immer gesagt wird, dass die nicht mit dem Weg verbunden sind. Diese ganzen Anzeigen hier von wegen Gebäudeprobleme sind meistens WCs, von denen behauptet wird, sie wären nicht angeschlossen, obwohl sie es eigentlich sind. Und obwohl da auch Leute kacken gehen. Ich verstehe das nicht, echt. Ich verstehe das nicht. Oh, Panzernashorn, sehr gut. Haben wir erforscht. Hervorragend. Und an der Stelle ist diese Folge Planet Zoo auch wieder zu Ende. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut auch gerne mal in die anderen Videos rein, die an dieser Stelle verlinkt sind. Oder abonniert gerne meinen Kanal und aktiviert die Benachrichtigungen, damit ihr kein Video mehr verpasst. Es kommen täglich Videos auch zu Planet Zoo, aber auch zu anderen Let's Plays. Also abonnieren und Glocke aktivieren. Und dann geht's weiter in der nächsten Folge Planet Zoo im Franchise-Modus der Beta. Bis dann, ciao, ciao!